Ja, es sind 100 Tage Krieg hier in der Ukraine. 100 Tage, die man sich, glaube ich, nie hätte vorstellen können. Und genau darüber können wir uns mit dem Bürgermeister von Kiew unterhalten, mit Vitali Klitschko. Herr Bürgermeister, Herr Klitschko, ich grüße Sie ganz herzlich. Herr Klitschko, als Sie damals aufgewacht sind an diesem schrecklichen 24. Februar und Sie haben die Bomben gehört, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen und hätten Sie je gedacht, dass das mal so lange andauern würde? 100 Tage Schmerzen, 100 Tage Tragödie, 100 Tage Tötung von Menschen, unschuldige Menschen. Das ist eine größte Tragödie für die Ukraine in ukrainischer Geschichte. Und eine Tragödie nicht nur für die Ukraine, das ist auch Tragödie für die ganze Welt. Wir müssen nicht vergessen, das ist der größte Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Und deswegen, wir haben sehr viele Emotionen darüber. Wir können stundenlang, wochenlang, monatelang erzählen über Emotionen, was hat Menschen gehabt, über tragische Tage, was passiert hier in Kiew, was passiert jetzt im Moment in Osten der Ukraine. Wir verteidigen unsere Städte, verteidigen unsere Dörfer, verteidigen unser Land, verteidigen unsere Familie und unsere Kinder. Und was ist wichtig? Die wichtigste. Wir verteidigen die Zukunft von unseren Familien, von unseren Kindern. Weil wir sehen unsere Zukunft als Teil von europäischer Familie. Und das ist der Grund von diesem sinnlosen Krieg. Weil wir wollen ein Teil von europäischer Familie zu sein und Putin und Russland sieht Ukraine als einen Teil von russischer oder sowjetischer Imperie, welche Putin will wieder aufzubauen. Die jeder muss verstehen. Der Sinn von diesem sinnlosen Krieg. Was glauben Sie, wie sich die Situation weiterentwickeln wird? Momentan hat man das Gefühl, Diplomatie sehr, sehr schwierig. Glauben Sie, dass man diesen Krieg überhaupt noch diplomatisch lösen kann oder kann man ihn nur mit Waffen und militärisch lösen? Was glauben Sie? Schwierige Frage. Für diese Frage gibt es leider keine Antwort. Wir hören jetzt die Stimme von Moskau. Lass uns eine Kompromisse finden. Wir verstehen nicht, welche Kompromisse. Wir sind bereit, über Kompromisse zu sprechen, wenn der letzte russische Soldat verlässt unser Land. Und danach können wir sprechen. Jetzt im Moment ein großer Teil von ukrainischem Territorium okkupiert und sehr viele Bürgermeister ist kidnappt und tausende und tausende Leute ist getötet worden von Russen und die ganze Wirtschaft in unserem Land ruiniert und die Situation ist richtig schwierig. Und deswegen möchte ich noch einmal an Deutschland bedanken und alle Freunde der Ukraine, weil unterstützt politisch, wirtschaftlich und sehr wichtig mit Verteidigungswaffen. Ich möchte noch einmal betonen, Verteidigungswaffe, weil wir verteidigen unser Land. Wir greifen an keine, wir verteidigen unser Land von Aggressor. Ich kann mich daran erinnern, ganz am Anfang, als wir über diese 5000 Helme mal gesprochen haben, da haben Sie auch gesagt, 5000 Helme sind gut, aber wir brauchen schwere Waffen. Das war ein sehr langer Prozess mit Deutschland. Haben Sie das Gefühl, die deutsche Regierung ist jetzt auf dem richtigen Weg, hat verstanden, was man hier braucht? Oder was ist Ihre konkrete Forderung? Was brauchen Sie noch mehr von Deutschland? Leider ist viel zu lang gedauert zu erklären. Stopp für Nord Stream 2. Wir müssen keine Geisel werden von Russland, von russischer Wirtschaft. Und zum Ersten. Zum Zweiten, wir haben schon seit längerer Zeit über Unterstützung der Ukraine gesprochen. Deutschland ist nicht fremdes Land für mich und ich fühle mich auch nicht fremd in Deutschland. Deswegen als diejenige, wer denkt auch mit Deutschland. Deutschland verliert seine Funktion eine Lieder. Das ist ein Land, welches zeigt Beispiele für andere Länder. Und was betrifft die Entscheidung, ist viel, viel zu lange. Endlich mal Nord Stream 2 gestoppt. Endlich mal die Ukraine bekommt Waffe. Aber das
dauert viel zu lang. Und dafür zahlen wir den größten Preis, den Leben von unseren Leuten. Der ukrainische Parlamentspräsident ist heute in Berlin, spricht da unter anderem im Bundespark, spricht mit Olaf Scholz. Olaf Scholz, der war noch nicht hier. Was löst es bei Ihnen aus? Warum war er noch nicht hier in Kiew? Das ist nicht um hier in Kiew zu sein, das ist ein wichtiges Signal, das ist ein symbolischer Besuch. Aber trotzdem, das ist, Symbole ist wichtig, aber da ist wichtig, richtig aktiv zu sein. Und deswegen bitte nicht bremsen. Bitte proaktiv zu sein. Und noch eine sehr wichtige Message. Wir verteidigen nicht unsere Familie. Wir verteidigen euch, weil wir wissen nicht, wie weiter läuft die russische Pläne. Ist kein Geheimnis. Putin will die Sowjetunion wieder aufzubauen. Ein großer Teil von Deutschland war ein Teil von Sowjetischen Reich. Und deswegen, die Russen gehen so weit wir erlauben zu gehen. Noch dazu, wir kämpfen jetzt im Moment und verteidigen die Werte, was hat Deutschland auch. Und wir verteidigen jeden von euch. Und das ist sehr wichtig, jeder in Deutschland muss das alles verstehen. Es ist ein bisschen ruhiger geworden in Kiew. Man hat natürlich immer noch die Alarme, hört man fast täglich. Glauben Sie, dass es Russland irgendwann nochmal auf Kiew abgesehen hat? Oder kann man hier durchatmen? Was ist da Ihre Sorge, Befürchtung? Oder sind Sie da eher optimistisch? Man muss realistisch sein. Ich möchte sehr großer Optimist zu sein, aber realistisch. Kiew, die Hauptstadt, war ein Ziel und bleibt ein Ziel von russischer Armee. Und deswegen, das ist eine Illusion, das ist gutes Wetter, Sonnenschein. Wir müssen nicht vergessen, ein paar hundert Kilometer östlich, dort eine Hölle, dort eine Explosion, dort jeden Tag sterben Hunderte, Tausende Menschen. Und das ist eine Illusion, das ist ein Frieden, eine gute Atmosphäre. Und der Krieg läuft und leider, wir sehen nicht Licht im Ende des Tunnels. Wir wissen nicht, wenn der Krieg beendet wird. Und alles abhängt von jetzt im Moment von unseren Patrioten, von unseren Soldaten, wer verteidigt unser Land. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön.